1.0, Prolog. Dieses Stück ist eine Art atmosphärische Einstimmung auf das ganze Oratorium. Es versucht sich musikalisch dem Begriff selig zu nähern. Dieser Einleitungschor arbeitet mit für sich stehenden Worten, Begriffen oder kleinen Satzfragmenten im Stile einer musikalisch-sprachlichen Collage. Hierzu verwendet er unterschiedliche Übersetzungen des Wortes und weitere Schlüsselworte, die im Verlauf des Oratoriums eine gewichtige Rolle spielen. Wichtig ist hier, dass die halben Notenwerte gut pulsieren und die vielleicht für den einen oder anderen ungewohnten Reibungen in Sept- oder Nonakkorden gut angesteuert und, naja, ganz bewusst gesungen und ausgehalten werden. Am Anfang klingt das so. Das meine ich. Richtig gut aushalten. Nur ganz zu Beginn hier in Takt 23 und eine Zeile später in Takt 29 wird der Puls einmal durch die Fermaten ausgebremst, die dort notiert sind. Ansonsten geht es aber ganz vollständig in gleichmäßigem Metrum durch. Der nächste Abschnitt, ab Buchstabe D, ist auch nicht kompliziert. Bitte achtet darauf, in Takt 46 das T von Gerechtigkeit auf den ersten halben Schlag von Takt 47 zu setzen. Das heißt, das Wort nicht zu lang ausfransen lassen. Nicht ganz leicht ist unter den gerade schon angesprochenen Gesichtspunkten der Harmonik der Übergang von Takt 49 auf 50. Hier braucht es vielleicht ein bisschen Übung, damit der Alt sein H in Takt 50 gut bekommt. Dieser Septimensprung von selig auf glücklich, der ist nicht ganz so leicht. Es klingt im Zusammenhang. Dieser Übergang, der ist nicht ganz so leicht und das braucht ein bisschen Übung, bis das wirklich ganz selbstverständlich erscheint.